Seekrauts. Moin und willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal zur nächsten Flaschenpost. Wir haben vier Themen für euch vorbereitet, ein bisschen was vom Supertest. Die britischen Träger sind da jetzt, die ersten Bilder sind aufgetaucht. Wir haben die 3D-Modelle für euch ausfindig gemacht im Netz. Wir wollen nochmal auf unsere Aktion hinweisen. Wir schenken euch aktuell ein Premium-Schiff und diesen mysteriösen Auftrag. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr davon schon gehört oder auf unserer Homepage davon was mitbekommen. Wir gehen darauf nochmal ganz kurz ein. Fangen wir direkt oben an. Aktualisierung von Unternehmen. Ihr wisst ja, dass die Träger alle überarbeitet werden aktuell in World of Warships und diese Spielmechanik sich komplett verändert. Jetzt hat sich Wargaming entschlossen, viele Aufträge, wo Flugzeugträger drinnen vorkommen, zu überarbeiten. Fangen wir direkt oben an. Die Operation Newport, also das ist diese Basisverteidigung, wo von links, rechts und von vorne überall Schiffe kommen und ihr diese Verteidigungslinie verteidigen müsst sozusagen. Die dürfen diese Linie nicht überschreiten. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen dran. Und eine Nebenmission war, einen Flugzeugträger quasi zu killen. Und ja, also jetzt werden hier die Träger Tsuyu, Hiryu und Lexington durch die Miyogi, Yamato und Baltimore ersetzt. Das ist also quasi gleich eine relativ heftige Geschichte, ne? Also ihr fahrt dann mit Tierschiffen plötzlich gegen die Yamato. Also da braucht ihr dann auch schon eine ordentliche Portion Central, also konzentriertes Feuer, damit das dann relativ zügig rausgeht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal diese Mission gespielt und da habe ich irgendwas versaublödelt und dann kam plötzlich eine Izumo da raus. Also die Izumo war auch schon relativ heftig zu bekämpfen, aber da musste wirklich alles raufballern und dann haben wir sie irgendwie runtergebrannt mit Torpedos und all so mit Flutungen und wir sehen nicht. Also das war wirklich eine krasse Akt und am Ende gab es trotzdem 4 Sterne. Ja, nächste Position ist die Operation Narai, das ist diese Geschichte mit der Landung. Ihr fahrt da zu so einem Hafen hin sozusagen und ja, die feindliche Ranger wird durch das Schlachtschiff New York ersetzt und die Lexington, die im Hafen da hinten steht, wird keine Flugzeuge einsetzen. Das ist also auch eine ganz interessante Variante. Und alle anderen Schiffe werden jetzt in einer anderen vordefinierten Reihenfolge erscheinen. Also das wurde jetzt neu sortiert, zumindest im Supertestbereich. Das Unternehmen Aegis oder Aegide, so wie wir es kennen, da sind die Flugzeugträger auch durch japanische Schlachtschiffe ersetzt worden. Und der alliierte Träger, ja, ist dann die Baltimore geworden. Also auch ist ja auch im Mid-Tier-Bereich. Baltimore ist ja dann schon ein bisschen was höher. Also von daher auch ein bisschen eine Steigerung. So, alle feindlichen Flugzeugträger wurden durch deutsch-japanische Schlachtschiffe ersetzt. Und das im Unternehmen Killerwal. Also da gab es ja dann auch diese Geschichte, dass vor der Bucht dann plötzlich wieder Flugzeugträger erschienen, ja, die ihr dann bekämpfen müsst. Und ja, das wurde halt da auch jetzt verändert. Das heißt, diese vier Unternehmen, Newport, Narai, Aegide und Killerwal, wurden komplett neu abgestimmt, ohne Träger. Und ja, das ist erstmal der vorläufige Weg, wie das dann möglicherweise mit dem nächsten Patch auf den Live-Server kommt. Könnte sich also lohnen, diese Mission dann mal wieder zu spielen. Nächster Punkt, Halloween PvP. Wir haben ja schon mal darüber berichtet oder hatten ja schon gelesen, dass im nächsten oder ab Anfang November ein PvP-Modus im Halloween eingeführt werden könnte. Und das nimmt jetzt so weiter Formen an, hier die ganze Geschichte. Und zwar könnt ihr dann auf der einen Seite die Ritter des Lichts und auf der anderen Seite eben den Untergrund spielen. Also hier die Ghoul, die Steel Red, Razor Worm, Scarabeus etc. pp. Und alle Schiffe bekommen jetzt einmalige, ganz besondere Verbrauchsmaterialien. Ich kann jetzt hier nicht oder will jetzt hier auch nicht auf alle eingehen. Es sind dann verschiedene Namen. Teilweise sind das nur die Namen, die sich ändern. Teilweise machen die Sachen dann auch mehr. Richtig interessant fand ich jetzt hier die eine Geschichte. Wo ist es gerade? Zurück vor Anker. Dreht das Schiff sofort um 180 Grad und stellt die Trefferpunkte wieder her. Sowas, das stelle ich mir sehr cool vor, dass man dann sofort quasi um 180 Grad gedreht wird und in die andere Richtung wieder fährt. Finde ich sehr, sehr lustig. Also, hier sind wirklich ein paar nette Sachen dabei. Guckt euch einfach mal durch, was ihr da so interessant findet, was da so interessante Sachen dabei sind hier. Manche Sachen kennt man schon aus den Aufgaben, die sind dann bloß mit einem anderen Namen umbenannt worden sozusagen, aber die Funktion ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt auch so wiederholende Sachen, wo dann einfach Heldpunkte wiederhergestellt werden durch Schaden, den man macht und so eine Sachen. Also, ja, lest euch den Artikel einfach durch, das wird jetzt hier die Flaschenpost, den Rahmen einer Flaschenpost sprengen. Kommen wir zu den britischen Trägern. Ihr wartet da drauf. Hier sind die 3D-Bilder. Das ist jetzt die Hermes, der T4-Flugzeugträger der Briten.
Zumindest das 3D-Modell zu den Werten, die sind jetzt zwar auch schon da teilweise bekannt gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte darauf verzichten, euch jetzt hier Werte und das ja auseinanderklabüstern und hin und her. Ihr wisst selber, die Mechanik, hatte ich eingangs ja schon gesagt, wird gerade überarbeitet. Das bedeutet, ob diese Werte dann so von Relevanz sind. Und abgesehen mal davon, dass ihr das gerade im Supertest, oder besser gesagt auf dem Träger-Test-Server gerade ist, ja, muss man dann mal sehen. Also, ihr wissen auch, dass die Flugzeugträger in Zukunft quasi unendlich Flugzeuge haben könnten. Ja, wenn man sie zu schnell verliert, muss man ein bisschen gewisse Zeit warten, bis die nächste Staffel wieder da ist. Aber ihr habt in dem Sinne keinen Hangar mehr. Und hier, diese Stats wurden jetzt noch mit Hangars aufgeführt, also für bestimmte Anzahl von Bombern und so weiter und so weiter. Von daher ist es erstmal nur eine rein optische Sache. Wie gesagt, ich finde die 3D-Modelle bei World of Warships sowieso, die sind immer liebevoller geworden, wenn man sich mal überlegt, wie das am Anfang aussah, wie es jetzt aussieht. Ist schon eine tolle Sache. Wie gesagt, das ist die Hermes. Jetzt kommen wir zur Furious. Das sieht dann schon mal ein bisschen weiter vortrefflicher aus. Das ist jetzt die Tierstufe 6. Also, da haben sich echt was ausgedacht. Wieder schön modelliert. Das könnt ihr mir noch ein bisschen angucken, aber ich will die Flaschenpost für euch auch nicht zu lang machen. Die Quellen für diese 3D-Modelle schmeißen wir euch unten auch wieder in die Videobeschreibung. Genauso auch dann nochmal den Link zu unserem Premium-Gewinnspiel, zu dem mysteriösen Auftrag, den Link und so weiter. Das gibt's alles unten in der Videobeschreibung. Dann zum Implacable. Das ist der T8 Standard-Flugzeugträger. Oder soll der T8 Standard-Flugzeugträger werden? Ja, auch hier gehen wir einmal ein bisschen rum. Hier die ganze Flak und die Sekundär, die da außen. Ja, soweit es mir möglich ist. Ich als Grobmotoriker wackel hier mit der Kamera so ein bisschen. Aber so soll, könnte möglicherweise das 3D-Modell dann auch ins Spielchen kommen. Vielleicht gibt es da nochmal ganz kleine Updates sozusagen irgendwo. Aber sieht doch deutlich nach einem Flugzeugträger aus, würde ich sagen, oder? So, und dann haben wir die Indomitable. Das ist ein Possible Premium CV, also ein möglicher Premium-Träger. Auch auf T8 soll der kommen eventuell. Ja, erstmal nur das Modell, wie gesagt. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich bin einer der sich freut auf den Trägerumbau. Und wenn man dann so ein Schiff irgendwie doch im Hafen stehen hat, oh, ich freue mich darauf. Und dann kommen die Audacious. Oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Das hier soll der T10-Träger werden, der britischen Royal Navy. Ja, viel mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Wie gesagt, es gibt schon Werte auf der Seite hier, aber ich möchte die Werte gerne erstmal außen vor lassen, weil es einfach ein verrückt machen jetzt irgendwie wäre. Ja, welche Werte, wie viele Flugzeuge im Hangar, das spielt, wie gesagt, wahrscheinlich gar keine so große Rolle. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich möchte nochmal darauf eingehen. Wir haben aktuell ein Gewinnspiel für euch. Jetzt scrolle ich nach unten statt nach oben. Und zwar ein Premium-Schiff-Gewinnspiel. Macht bei unserem Giveaway mit. Wenn ihr ein Premium-Schiff haben wollt, dann müsst ihr eigentlich nur unseren Kanal abonnieren, bei YouTube vor allen Dingen, ganz wichtig, unter diesem Video auf YouTube kommentieren, begründen, warum ihr das Schiff haben wollt, das Schiff nennen, euren World of Warships Ingame-Namen nennen und dafür sorgen, dass wir zumindest zeitweilig in euer Profil reingucken können, ob ihr das Schiff, was ihr euch wünscht, schon im Hafen habt, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass ihr dafür Dublonen bekommt, sondern wir wollen, dass ihr ein richtiges Schiff bekommt, also ein Schiff, auf was ihr schon lange gewartet habt, wofür ihr das Geld vielleicht nicht ausgeben wolltet. Ich habe schon ganz häufig gesehen, eine Tierpitz wurde sich gewünscht, eine Massachusetts wurde sich gewünscht, Alabama, nicht nur High-Tiers, es wurden sich auch T6-Schiffe gewünscht und so weiter. Also, euch ist der ganze Weg da offen. Wichtig ist, es muss im Premium-Store sein, am Sonntag, dem 28.10. respektive am 29.10., je nachdem, wie das von meiner Zeit her passt, werde ich die Auslosung vornehmen, werde ein Video davon machen, werde ich bei uns online stellen und dann wisst ihr noch wahrscheinlich am Sonntag, wer gewonnen hat und wer das Schiff sich aussuchen darf, beziehungsweise wem ich das Schiff in den Hafen stelle, weil ihr habt ja in den Kommentaren dann reingeschrieben, was für ein Schiff ihr euch wünscht. Ich suche mir dann, wenn ihr mehrere nennt, suche ich mir einfach eins aus, ja,
Ihr könnt die Beiträge ja noch editieren, wenn ihr das jetzt seht oder hört. Also von daher, ja, nochmal die herzliche Einladung. Macht mit, das erste Premium-Gewinnspiel, wo ihr euch ein Schiff aussuchen könnt. Ja, also im Wert bis maximal 50 Euro. Ich glaube, das kann sich sehen lassen und der ein oder andere, der wird sich darüber sicherlich freuen. Wir haben schon eine Menge Leute, die mitmachen. Ich glaube, über 90 Einträge haben wir jetzt schon. Also von daher, noch habt ihr eine gute Chance. Ich denke, das lohnt sich. Und jetzt kommen wir wieder zum Fakten. Mysteriöser Auftrag. Mysteriöser Auftrag. Wollen wir runter. Hier hat uns dann jemand aus der Community drunter geschrieben, dass es da inzwischen auch einen deutschen Link zu gibt. Wir gehen mal auf diesen Link. Also ich habe das schon mal vorbereitet. Und ja, am Ende sieht das so aus. Ihr müsst euch da oben rechts anmelden, wie immer. Und drückt dann hier rauf, deckt die Wahrheit auf. Dann bekommt ihr einen Auftrag. Der Auftrag, der heißt da, nehmt an einem Unternehmen teil. Nicht gewinnen, scheißegal. Einfach nur teilnehmen. Und ihr kriegt dann, haltet euch fest, 16 Silberlinge. Also 16 Credits in-game ausgezahlt für diese Auftrag. Ich vermute, dass es eine Auftragsreihe geben wird. Es wird immer wieder irgendwie so eine mysteriöse Geschichte geben und das baut dann langsam aufeinander auf irgendwie. Das ist so meine Vermutung. Und ja, irgendwann haben wir dann die Wahrheit rausgefunden, sage ich jetzt einfach mal. Ich wollte euch darauf hinweisen, vielleicht wollt ihr mitmachen, lasst es euch nicht entgehen. Sind zwar erstmal nur 16 Credits, aber wer weiß, was da noch alles so kommt. Wargaming ist ja in dem Bereich recht erfinderisch, um es mal so auszudrücken. So. Und das war's schon mit der Flaschenpost. Wenn euch die Flaschenpost gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier unter dem Video kommentiert, was euch besonders nützlich war, vielleicht auch was euch gefehlt hat in dieser Flaschenpost. Da gibt es ja vielleicht das ein oder andere, weiß ich nicht, ich kann nicht überall hingucken. Dann schreibt es mir gerne mal die Flaschenpost, dann baue ich es vielleicht in die nächste mit ein. Muss ich mir dann angucken, was ihr mir da hinschreibt. Sonst könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und uns natürlich weiterempfehlen. Abo ist immer sehr gern gesehen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Video bei uns hier auf dem Kanal. Haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Macher, euer Secrets Team. Ciao, ciao. Secrets.